Mitten in Cottbus baut die Deutsche Bahn seit mehreren Monaten Europas modernstes Instandhaltungswerk. Das über 400 Meter lange Baugerüst für die zweigleisige Halle des neuen Bahnwerks steht bereits. Trotz der Minusgrade herrscht auf der Baustelle für die neue Halle viel Betrieb. Auf den Dachbindern der Konstruktion werden seit letzter Woche die ersten Zargen montiert. Diese bilden die Befestigungsgrundlage für die Dachplatten der Halle. Anfang 2024 sollen dann auch schon die ersten ICE-Züge in die Halle rollen, um gewartet zu werden. Das ICE-Instandhaltungswerk gilt als eines der größten Projekte im Rahmen des Strukturwandels. Über 1200 Industriearbeitsplätze werden damit in unserer Region geschaffen.